So, jetzt haben wir ganz schön lange gebuddelt, gegraben und gebaggert und haben dann doch noch das Xiaomi 12 und das 12X gefunden. Das sind zwei Telefone, die sich prinzipiell sehr ähnlich sind, bis auf zwei Aspekte. Und welche das sind, das verrate ich euch jetzt gleich nach dem Intro. Hier haben wir jetzt zwei Smartphones mit dem 12X von Xiaomi und dem 12, die sich mal, vielleicht abgesehen jetzt von dem Wallpaper, doch recht ähnlich sehen. Okay, sagt ihr da vielleicht an der Front, naja, da gibt es ja eh nur Display und vielleicht eine Frontkamera. Gucken wir mal auf die Rückseite und da fällt auf, oha, auch hier nahezu identisches Design, um nicht zu sagen identisches. Der einzige Unterschied, und das werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen, aber das kann ich euch zumindest sagen, ist das glatte Finish auf der Rückseite beim Xiaomi 12X und das etwas angeraute Finish beim normalen 12er. Ansonsten wirklich keinerlei Unterschied. Und das ist auch ganz bewusst so. Das 12X ist eben eine etwas zurückgefahrene Version des 12 mit etwas geringeren Spezifikationen. Aber ein bisschen günstiger. Das normale Xiaomi 12, das hat ein 6,28 Zoll in der Diagonale, sagen wir 6,3 Zoll in der Diagonale messendes AMOLED-Display bis 120 Hertz. Die Auflösung beträgt 2400 in der Länge und 1080 in der Breite. Also FHD Plus, das ist, denke ich, mal eine pragmatische Bildschirmauflösung. Trotzdem schönes Display. Gehen wir mal auf alle Seiten hier. Links haben wir den Power-Button, direkt darüber die Lautstärke-Wippe. Mit guten Druckpunkten, das klickt sich sehr schön. Auf der Oberseite haben wir hier einen der beiden Stereo-Lautsprecher, auch in diesem wellenförmigen Design, das wir schon vom 12 Pro kennen. Hier auch auf der Unterseite allerdings nur in Anführungszeichen zwei Lautsprecher. Das größere Modell hat ja insgesamt vier, also zwei Tweeter und zwei Woofer. Hier ist der Dual-SIM-Slot, hier auf der Unterseite dann außerdem noch der USB-C-Slot. Auf der linken Seite nichts weiter. Ansonsten wurde hier beim Xiaomi 12 gegenüber der Pro-Version die Kamerapartie noch ein bisschen zurückgefahren. Zumindest was die Spezifikationen auf dem Papier angeht. Wir haben hier den Hauptsensor, das ist ein 50 Megapixel Weitwinkelsensor mit optischer Bildstabilisierung, immerhin ein Sony IMX 766 Sensor. Wir haben ein 5 Megapixel Teleobjektiv und eine 13 Megapixel Ultra-Weitwinkelkamera mit dem tatsächlich etwas breiteren Winkel von 123 Grad. Ich habe hier eben schon ein paar Fotos und auch ein Video angefertigt und muss sagen, das ist durchaus überzeugend, auch wenn nur die Hauptkamera optische Bildstabilisierung hat. Ansonsten haben wir hier im Großen und Ganzen ähnliche Softwareversorgung wie beim 12 Pro, nämlich Android 12 mit MIUI 13. Auch hier die Update-Versorgung garantiert. 3 Jahre gibt es hier Betriebssystem-Updates, 4 Jahre System-Updates. Das ist eine super Sache. Einen größeren Unterschied gibt es vielleicht noch beim Akku. Der ist hier auch mit 4500 mAh sehr, sehr, also durchaus groß. Fast genauso groß wie der vom 12 Pro. In Kombination mit dem geringer auflösenden Display könnte das durchaus dafür sorgen, dass es ein Laufzeitwunder wird. Ich mag es nicht beschwören, das muss man natürlich testen. Aber von den Spezifikationen her liest sich das schon mal sehr gut. Man lädt hier nur auch in Anführungszeichen mit 67 Watt. Das ist immer noch schnell genug, dass das Handy komplett von 0 auf 100 in knapp 40 Minuten aufgeladen wird. 50 Watt kabellos laden ist auch möglich, Reverse Charging. Damit könnt ihr eure Wireless Earbuds eben auch über das Handy laden. Also alles in allem auch hier ein überzeugendes Gesamtpaket in Sachen Akku. Es gibt hier 3 verschiedene Farben, Gray, Blue und die hier vorliegende Version in Purple. Das Xiaomi 12 hat 8 GB Arbeitsspeicher und es gibt 2 verschiedene Versionen. Eine mit 128 GB internem Speicher, eine mit 256, jeweils nicht erweiterbar. Da würde ich im Zweifel doch eher zur größeren Version greifen. Das Xiaomi 12X wiederum ist ein bisschen günstiger. Hier gibt es nur eine Version mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher und die kostet nur 699 Euro. Also mehr Speicher für deutlich weniger Geld. Was ist denn der Hauptunterschied zwischen beiden Geräten? Das normale Xiaomi 12 hat einen Snapdragon 8 Gen 1, also quasi das größte und beste, was es momentan gibt am SoC-Markt im Android-Bereich. Und hier im Xiaomi 12X haben wir nur, in Anführungszeichen, einen Snapdragon 870. Aber ich habe hier mal ein bisschen rumgescrollt und rumgezoomt. Ganz ehrlich,
man merkt es jetzt eher nicht so im Alltag, dass da ein großer Unterschied vorherrscht. Und vielleicht noch ein kleiner Unterschied. Hier im Xiaomi 12X gibt es kein Wireless Charging. Hier muss man also auf die Möglichkeit verzichten, das Gerät kabellos zu laden. Erstes Fazit. Leute, das sind ziemlich gute Telefone, die halt vor allem, und das ist eine Besonderheit heutzutage, kompakt sind. Kompakte Smartphones, Smartphones, die man mit einer Hand bedienen kann und trotzdem am oberen Ende des Leistungsspektrums und die auch vor allem, und das ist mein erster Eindruck hier, wirklich eine gute Kamera haben. Also beides Geräte, die ich zumindest jetzt so vom ersten Eindruck her erstmal empfehlen kann. Alles Weitere muss dann natürlich ein Test zeigen. So, und zu welchem solltet ihr greifen? Das kann ich euch erstmal nicht sagen. Also das 12X ist natürlich ein bisschen schwächer von der Leistung her. Auch die Tatsache, dass Wireless Charging fehlt, könnte dem einen oder anderen vielleicht ja, sauer aufstoßen. Zumindest dann, wenn man schon so eine entsprechende Infrastruktur zu Hause hat. Aber ansonsten, ja, immerhin 150 Euro sparen oder nicht sparen. Das ist ja auch ein Argument. Also, beides coole Telefone, obere Leistungsspektrum, die kompakt sind. Und deswegen möglicherweise eine richtige Empfehlung wert. Wenn euch das Video gefallen hat oder es euch sogar weitergeholfen hat, dann gebt mir gerne einen Like. Abonniert unseren Kanal, von mir aus auch mit Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video auf unserem Kanal gibt. Und das ist ja auch was. Ne? Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.